Ah, das unterirdische Lager ist fertig. Guck mal. Ah, das ist ja cool. Das ist quasi wie so ein Fahrstuhl dann, der das dann da, wo dann da runtergefahren wird, ne? Das ist ja nice. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Timberborn, meine lieben Freunde. Wir sind wieder einmal in einer Dürre, aber wir haben zum Glück noch rechtzeitig den Nahrungsmangel registriert, der sich angekündigt hat. Und wir haben zum Glück auch noch rechtzeitig den Wassermangel registriert, der sich auch schon angekündigt hatte. Ja, jetzt haben wir diese beiden Baustellen aber schon behoben. Ich habe noch ein bisschen mehr landwirtschaftlich ausgelegte Biber in Arbeit gebracht, in Lohn und Brot. Ja, jetzt haben wir hier ein bisschen einen Puffer mit Kartoffeln, mit Grillkartoffeln. Wir haben ein bisschen einen Puffer mit Wasser auch jetzt wieder. Geht natürlich abends immer runter, weil dann essen sie immer direkt auch. Genau, aber wir haben jetzt ein bisschen einen Puffer. Das sollte uns jetzt erstmal über die Dürre schaffen. Und wir haben ja auch noch Wasser während der Dürre hier auch noch in den Bächen und so. Das heißt, das klappt ja eigentlich ganz gut. Es wurde noch gesagt, ich soll doch noch mehr Wasser aufstauen. Ich soll da noch einen Damm bauen und hier noch einen Damm bauen und da noch höher und dort noch höher. Ich sag ganz ehrlich, liebe Freunde, ich will jetzt erstmal mit diesem System, was jetzt hier ja halbwegs gut funktioniert, will ich jetzt erstmal so weitermachen, wie es jetzt ist. Ja, weil ich habe ein bisschen Angst. Wenn ich jetzt hier Dämme wild rumbaue noch zusätzlich, dann weiß ich nicht so richtig, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Weil zum einen, die wichtigsten Dämme, die wir eigentlich bauen müssten, wären zum Beispiel hier oder hier hinten vielleicht auch noch, dass man hier nochmal ein bisschen mehr aufstaut, dass da mehr Wasserreserven am Start sind oder dass man hier zum Beispiel noch einen zweiten Fluss legt oder so. Das sind aber alles Sachen, die sind so vom Maßstab her so groß, da brauchen wir auch noch viel mehr Distrikte, weil wir müssen ja auch erstmal hier hinkommen, um an diesen Stellen auch zu bauen. Ja, wir haben ja jetzt schon das Problem, dass hier zum Beispiel dieser Sprengstoff, der wird hier gar nicht mehr hingelegt, weil die Baustelle zu weit entfernt ist. Ja, weil da der Distrikt aufhört. Das heißt, wir müssen erstmal mehr Distrikte bauen, damit die Reichweite der Bauarbeiter erhöht wird. Und deswegen würde ich sagen, legen wir sowas erstmal auf die lange Bank. Ja, solche Großprojekte, so krasse Staudämme und so, die können wir uns für später merken tatsächlich. Was man zum Beispiel ja auch probieren könnte in so einem Fall. Man könnte sagen, man baut diesen Staudamm hier noch eine Idee größer, dass man zum Beispiel das Wasser hier jetzt wirklich bis hier oben hin staut. Weil wir haben ja hier theoretisch bei den Schleusen noch einen Block frei, wo wir noch was draufsetzen können. Dass man wirklich hier komplett einmal rumgeht mit dem Staudamm bis hierhin. Ja, dann hätte man das Ganze quasi gestaut bis hierhin. Ja, dann wäre hier der Überlauf. Und dann hätte man hier noch ein bisschen eine größere Wasserreserve. Das wäre eine Sache, die könnte man noch machen. Da könnte man auch relativ einfach gewährleisten. Wenn ich so drüber nachdenke, würde ich fast schon sagen, wir nehmen das mal in Angriff direkt. Das klingt nach einer guten Idee. Genau, da müssen wir hier einen Deich bauen, so. Das müssen wir dann so machen. Genau, die müssen ja da auch noch hinkommen. Das ist immer das Problem da dran. Ist da die Reichweite von den Bauarbeitern noch groß genug dafür? Ja, das geht noch. Okay, da können sie noch hin, genau. Da sind sie auch gerade am Hintragen. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Genau. Hier können sie ja auch komplett ranlaufen an die Balustrade. Dann machen wir das da gleich auch mal. Die Häuser funktionieren selber auch wie ein Damm. Also da muss ich, glaube ich, gar nicht drauf aufpassen. Also das hier wäre zum Beispiel kein Problem. Da hier aber so schön die Bäume wachsen, würde ich sagen, wir bauen den Damm jetzt einfach mal hier so vorne rum. Auch wenn das ein bisschen mehr Holz kostet. Diese Baustelle ist zu weit entfernt. Ja, okay, da müssen wir einfach nur einen Pfad dann bauen. Alles klar. Machen wir das mal so jetzt einfach. Und so. Und dann noch so. 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 So und so. Und dann bauen wir da einen Weg hin. Genau, so da müssten sie ja hinlaufen können jetzt eigentlich. Dann können wir das erstmal auf die Höhe hochziehen, würde ich sagen. Häuser funktionieren nicht als Damm. Hab den Fehler auch gemacht. Echt? Okay, dann nicht. Dann habe ich es aber richtig gemacht. Aber irgendwer meinte, ich kann Häuser auch ins Wasser bauen und dann funktionieren die trotzdem noch. Wenn sie nur im Wasser stehen, aber die halten das Wasser dann vielleicht einfach nicht ab, weil die Biber können vielleicht auch einfach in einem überfluteten Haus wohnen. Das ist für die dann scheinbar kein Problem. Wahrscheinlich ist es so gemeint. Aber naja, müssen wir mal gucken. Genau. Jetzt bauen sie das auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Habe ich auch gemacht. Du musst aber bedenken, dass was läuft aus der Map. Der eine Rand ist nämlich offen. Ja, genau.
Das ist das Problem. Der eine Rand ist offen. Hier unten. Da. Und auch der andere Rand. Da. Da kann theoretisch auch Wasser abfließen hier an der Stelle. Deswegen ist es eigentlich gar nicht so verkehrt, hier hinten eher das Wasser in einem größeren Bereich aufzustauen. Dass man quasi das ganze Becken hier hinten nimmt. Ja. Und da hinten muss man, glaube ich, auch aufpassen. Da kann es, glaube ich, auch rauslaufen. Aber da muss es ja auch erstmal sich aufstauen bis dahin. Ne? Das ist auch so ein Punkt. Momentan stauen wir es ja eh nur bis hierhin. Also bis maximal hier, bis zur Unterkante von dem Block. Und es müsste ja erstmal über diesen Block schwappen, damit es hier abfließen kann. Genau. Also das wäre quasi nur ein Überlauf. Und wenn wir da zubauen würden, würden wir diesen Überlauf sperren. Und das ist halt so das Ding. Das müssen wir halt alles ein bisschen im Auge behalten. Deswegen sage ich so, neue Dammprojekte sind immer ein bisschen schwierig, ja. Da muss man ein bisschen ein paar Dinge auf dem Zettel behalten, damit man da nicht am Ende mehr kaputt macht, als man halt erzeugt, sozusagen, ja. Ich bin zum Beispiel hier an der Stelle schon gar nicht mal so sicher, ob wir nicht hier vielleicht einfach eine Schleuse bauen sollten. Weil die müssen ja hier letztendlich auch durchkommen irgendwie. Die müssen ja da auch runter. Ich glaube, ich muss da eine Treppe hochbauen auf den Damm nach oben und dann von dem Damm nach unten eine Treppe bauen. Also quasi, warte kurz. Ich kann euch das kurz zeigen, wie ich das meine. So. Ja, damit sie da runter können. Sonst können sie ja da gar nicht mehr hoch und runter. Also sie müssen über dem Damm auf dem Damm rauf. Oben auf den Damm müssen sie rauf. So, jetzt muss ich mal schauen, wie können sie denn von hier dann... Genau, warte, dann machen wir das hier. Genau, ich habe eine Idee. So. So, genau, ja. Und dann stapeln wir nämlich das hier so, so. Kann ich da über die Treppe noch... Ah, nee, okay, da müssen wir dann mit einer Brücke arbeiten. Okay, dann haben wir endlich mal eine Verwendung für die Brücken. Das ist doch gut, warte. Hier, wir haben doch so eine Einserbrücke. Genau, guck mal, so. So ist das nämlich. Nice. Wunderbar. Und dann können wir nämlich das hier rüberziehen. Zack. Genau, und dann haben wir nämlich hier das verbunden. Können die denn auch dann da rüberlaufen? Ah, nee, da ist dann nicht verbunden. Okay, das ist natürlich dann doof. Aber geht anscheinend nicht anders. Oder wir müssen hier noch einen Block hochziehen. Warte mal, dann reiße ich das hier nochmal weg. Und dann machen wir da auch noch einen Dammblock hoch. Damit wir hier einen Weg drumherum noch bauen können. Damit sie über die ganze Länge den Damm benutzen können zum Rumlaufen. So. Ist zwar jetzt erstmal sinnlos, aber vielleicht können wir das ja mal irgendwann für irgendwas benutzen, ne? Vielleicht ist der Weg ja irgendwann mal wichtig. Wenn sie vielleicht ein Loch stopfen müssen im Damm oder so. Kann ja sein. Ich weiß ja nicht, ob irgendwann auch Dammbeschädigungen kommen. Das kann ja sein. Kann ja passieren, ne? Theoretisch. Die Brücke von der anderen Seite soll ich machen. Geht das überhaupt? Warte mal. Mal kurz pausieren, abbrechen. Geht das von der anderen Seite? Vielleicht, wenn ich den Weg da wegmache. Vielleicht geht das dann, warte. Ah ja, dann geht's, okay. Ja, das ist eine gute Idee, das ist gut. Dann brauche ich das hier nämlich nicht. Warte, dann machen wir das auch nochmal weg. Achso, dann muss ich erst den Weg wegmachen. So, und dann bauen wir hier, genau, jetzt haben wir es. Nice. Schön mit T-Kreuzung, wunderbar. Das ist geil. Das ist richtig gut. Jetzt müssen sie es nur noch bauen. Das kann eine Weile dauern, dann sind sie auf jeden Fall während der Dürre gut beschäftigt. Genau, wir haben ja auch beim letzten Mal noch Weizen angepflanzt. Übrigens, wenn ihr das Projekt feiert, Timberborn, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die komplette Playlist rein. Wenn euch die anderen Folgen auch interessieren, wie wir bisher es geschafft haben, ohne zu verhungern oder zu verdursten mit unseren Bibern. Ihr könnt, wie gesagt, auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Projekt findet, ob das weitergehen soll auf jeden Fall. Bisher ist aber die Beliebtheit des Projekts so groß, also das freut mich ehrlich gesagt, muss ich mal sagen. Vielen lieben Dank, dass ihr da immer so zahlreich dabei seid. Ist auf jeden Fall eine tolle Sache. So, meine lieben Freunde, jetzt wollen wir das mal hier jetzt schaffen alles. Jetzt machen wir mal eine Mühle für Weizen. Der Weizen braucht sehr lange, um zu wachsen. Es ist aber vielleicht keine schlechte Idee, da schon mal eine Mühle an den Start zu bringen. So, da gucken wir jetzt mal. Wir haben hier bei Nahrung, genau. Eine Getreidemühle. 60 PS braucht die. Jetzt muss ich nochmal gucken. Hier dieses Karussell. Wie viel PS hat das nochmal gebraucht? Das hat 400 PS gebraucht. Wir haben hier 180 mal 3. Warte mal, 180 mal 3. Das sind 2 mal...
360 plus 180 sind 540. Ja, da haben wir doch noch genug übrig, um noch eine Bäckerei, eine Getreidemühle zu betreiben, oder? Können wir doch locker da noch abzweigen lassen eigentlich. Hier, wenn wir die da hinbauen und dann da eine T-Kreuzung einsetzen statt der normalen Geraden, dann können wir das da direkt da mit reinfädeln. Nice. Gute Idee, hä? Aber wir brauchen so viele Getriebe, ne? Das ist unglaublich. Wir verbrauchen hier gerade nur Getriebe. Hier drüben auch. Guckt mal, hier haben wir gerade mal ein 27 Getriebe von 40. Gefühlt brauchen wir gerade irgendwie für alles Getriebe, ne? Das ist so heftig. Das ist so extrem. Es ist unfassbar, meine lieben Freunde. Naja, jetzt haben wir ja eh erstmal das Dammprojekt. Genau, also, warum ist das eine gute Idee, hier das Wasser noch höher zu stauen? Vielleicht nochmal zur Erklärung. Wir haben dann einfach hier ein größeres Reservoir, wo wir Wasser abgreifen können. Wir müssen dabei halt nur berücksichtigen, dass das Wasser nicht hier an der Stelle dann über die Ufer schwappt. Das ist halt so ein bisschen noch so ein Thema, glaube ich. Da müssen wir noch ein bisschen drauf achten. Ich wüsste gar nicht, wie man das hier verhindern kann. Wenn wir jetzt hier das Wasser höher stauen wollen, dann müssten wir, glaube ich, die Schleuse auch noch mal ein bisschen höher machen, oder? Obwohl, nee, nicht unbedingt. Das ist ja dann quasi wie ein Wasserfall. Wenn wir das bis ganz nach oben ziehen dann quasi. Nee, das müsste wie ein Wasserfall funktionieren eigentlich. Das dürfte eigentlich hier nicht zur Überflutung führen normalerweise. Lass die Getriebe wieder im Distrikt 1 liefern. Da liegen 52 Stück umsonst rum. Ja, das stimmt wohl. Warte. Route hinzufügen. Machen wir das mal. Lass mal die Getriebe wieder zurückliefern. Hier Getriebe. So. Nice. Genau, weil hier hat man nämlich schon welche hinliefern lassen. Aber hier bauen wir ja gerade nichts. Da ist das relativ sinnlos, die zu haben. Insofern können wir die auch wieder zurücktragen lassen. Und dann mal unsere Projekte hier mal ein bisschen vorantreiben. Dann wird das hier auf jeden Fall fertig. Und das hier, naja, so zum Teil. Zur Hälfte. Vielleicht sollte ich die Mühle erstmal priorisieren, wa? Wegen Essen machen und so. Das sind immerhin nur 20 Getriebe, die wir da brauchen. Und das hier vielleicht auch noch priorisieren, damit die Energie dann da auch umgeleitet wird. Und vielleicht noch eine große Windmühle bauen? Guck mal, die können wir uns ja jetzt leisten. Die braucht ja... Die macht 300 PS, guckt euch das mal an. Wie groß ist denn die? Oh, schon sehr groß, ja. Weil wir haben ja jetzt auch Stoff. Das können wir uns durchaus erlauben. Weil dann könnten wir nämlich, wenn wir die hier hinstellen, so, könnten wir nämlich sagen und die auch priorisieren entsprechend. Braucht auch 20 Getriebe. Da sind die 50 Getriebe gleich schon wieder weg. Guck mal, dann machen wir das nämlich so. Oder warte, mit T-Kreuzung, dass wir hier noch weiter durchreichen können, das Ganze. Guck mal, da wird das nämlich mit angetrieben. Und dann dengeln wir das einfach noch mit dahin. Gebäude geben, glaube ich, die gespeicherte Energie auch weiter, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich ziehe das jetzt einfach mal hier so quer rüber und mache dann da mal noch so ein Ding hin. So, und dann machen wir da oben eine T-Kreuzung draus. Genau. Nice. Warte, jetzt müssen wir noch die... Das hier müssen wir auch noch priorisieren. Nicht, dass die Getriebe jetzt woanders hingebracht werden. Müssen diese Wellen müssen wir priorisieren. Die kommen an deinen Damm nicht dran, genau wo du bist. Was? Was? Wo kommen die nicht ran? Da? Die müssen ja auch da erstmal die Plattformen bauen, glaube ich. Damit die da hoch können. Ich glaube, das dauert einfach nur einen Moment. Die brauchen da einfach nur ein bisschen. Das geht schon, das machen die schon irgendwann. Dann sollen eh erstmal die Mühlen und das alles bauen. Das geht schon. Guck mal, Papier packen sie da rein. Nice. Getriebe müssten ja auch gleich ankommen. Sehr schön, sehr schön. Ja, fehlen wieder nur noch Getriebe. Aber die müssten das ja eigentlich hin und her tragen jetzt gerade. Ich glaube, die schleppen das jetzt dahin. Ja, genau, die schleppen das jetzt dahin.
Wie viele Getriebe haben wir denn noch im District 2? In District 2 haben wir nur noch 2 Getriebe. Das heißt, den Löwenanteil haben sie schon rüber geschafft. Der müsste auch gleich ausgeliefert werden eigentlich. Oder haben die... Haben wir hier die Prio auf... Nee. Die Prio ist hier normal. Dann müssten die Getriebe hier eigentlich reingesteckt werden. Ah ja, da sind schon 8. Da ist noch nichts angekommen. Das dauert halt einfach einen Moment, ne? Das haben sie schon gebaut. Das dauert halt einfach. Da sieht man mal, wie wichtig die Schlepper auch sind, um die Materialien zu verteilen, wo sie gebraucht werden. Wir hatten nämlich auch zu wenig Schlepper. Deswegen hatte ich da nämlich nochmal so ein Haus gebaut für die Schlepper. Damit wir da genug haben. Weil auch die Lebensmittel und sowas und die Öfen hier, die wurden alle nicht rechtzeitig oder schnell genug beliefert mit Kartoffeln und so. Das hat alles immer zu lange gedauert. Und deswegen, da muss man immer auf jeden Fall auch ein Auge drauf haben. Damit man dann nicht irgendwann ohne Essen und so dasteht. Und ohne Versorgung von den Einrichtungen. Das ist dann nicht so gut. Jetzt haben wir gerade gar keine Energie. Kein Wind, kein Wasser, gar nichts gerade. Unglaublich. Die Mühle ist fertig. Nice. Genau, aus Weizen wird Mehl hergestellt. Da müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass wir noch ein bisschen mehr Weizen anbauen, ne? Das wäre vielleicht noch ganz gut, wenn wir da nochmal irgendwo ein Feld hätten, wo wir noch was anbauen könnten. Vielleicht hier direkt auch noch. Was waren das hier eigentlich? Schlepperposten. Den können wir da eigentlich wegnehmen. Und das Holzlager eigentlich auch. Das können wir eigentlich alles nach hier oben transportieren, verlagern. Und dann, ne? Machen wir das doch gleich mal, komm. Dann haben wir da nämlich noch Platz für ein Feld. Da ist auch noch fruchtbar der Boden. Sekunde, das war hier. Genau, Schlepperposten. Dann legen wir den nämlich... Obwohl, da sind dann 2 nebeneinander. Warte mal, wo können wir den denn noch hinpacken? Vielleicht mehr so hier ins Zentrum noch. Hier so vielleicht. Schön an die Brücke ran, genau. Dann macht da mal die Prio hoch. Holz und Planken müssten sie ja genug haben. Dann reißen wir das Ding hier ab und weisen die Arbeiter dann hier hinzu. Machen hier noch ein Weizenfeld hin. Weil der Weizen braucht schon recht lange, um zu wachsen. Guck mal, der ist jetzt erst bei 92%. Und es sind jetzt schon irgendwie 3 Nächte oder so vergangen. Oh, Wasser, 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 Wasser. Wir haben ein Wasserproblem, wir haben ein Wasserproblem. Jetzt müssen wir hier die Schlotten öffnen. Sofort öffnen, alles öffnen. Reservewasser, Flut, Flut, Flut. Wir brauchen Reservewasser. Und das würde dann natürlich länger reichen, wenn wir das hier hinten entsprechend höher aufstauen würden, ne? Stell mehr Schlepper ein. Ja, 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 das kommt ja alles noch. Gibt es Schleusentore, die von unten nach oben aufmachbar sind? Das wäre die richtige für deinen neuen Damm zum Einspeisen bei den Wasserrädern. Nee, das gibt's leider nicht. Jetzt müsste gleich der Weizen fertig sein. Also es gibt bei den Schleusen halt die 2. Die normale, die ist halt nur einen Block hoch, glaube ich. Dann gibt es die Doppelschleuse, die ist halt doppelt so hoch irgendwie. Dann gibt es die Dreifachschleuse, die haben wir noch nicht gebaut. Die ist halt 3 Blöcke hoch dann. Glaube ich, genau. Das steht ja hier auch. Sieht man auch am Symbol so ein bisschen. Ja, da kommen sie irgendwie nicht ran hier an das eine Stück. Das verstehe ich aber gar nicht. Die können doch da hin. Achso, nee, können sie ja. Stimmt, hier muss ja noch gebaut werden. Warum machen sie denn das hier nicht, frage ich mich. Muss ich da, warte mal, ich baue mal da die Straße so ein bisschen da so drunter. Vielleicht ist das gerade so ein bisschen das Problem, dass sie da nicht rankommen. Haben sie den Schlepper-Dings schon gebaut? Okay, den Schlepper-Dings haben sie gebaut. Dann reiße ich das jetzt hier mal weg. Und gebe mal hier alle rein. So. Genau, so jetzt haben wir hier schon mal wieder Platz für ein weiteres Feld. Da gucken wir doch gleich mal, nehmen wir doch gleich mal die Bienen hier und schauen uns mal an, wie weit wir da bauen müssen, bauen können. Okay, ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich, dass da die Häuser sind tatsächlich. Aber gut, aufgrund des Wassermangels, den wir jetzt hier gerade haben, ist es aktuell eh nicht begrünt. Ich meine, man könnte auch sagen, man macht das hier hin, nimmt dieses Lager hier weg. Warte. Das Holzlager können wir ja hier hinpacken. Oder warte, nee, nicht dahin. Da ist ja auch fruchtbares Land. Wir sprengen jetzt mal hier noch ein bisschen was weg, glaube ich. Warte mal. Können wir da irgendwie hoch noch? Nee, warte. Ich muss mir kurz mal ein bisschen hier den Überblick verschaffen, ja? Hier, warte. Wir machen das jetzt mal so. So, und dann sprengen wir mal
hier so viel weg, dass wir da das Holzlager bauen können. Dann stellen wir das dahin. Da wird eh nicht wirklich das Land fruchtbar, glaube ich. Dann sprengen wir hier die ganze Fläche weg, die hier neben den Anlagen ist. Komplett so einmal weg, bis auf diesen Block. Und dann machen wir hier das hin. Dann kann ich das sperren. Hier, wir machen das mal, wir blockieren das mal und lassen die das mal abtransportieren. Speicher räumen, genau. Räumt mal den Speicher, das ist gut. Dann können die das schon mal auf die vorhandenen Lager verteilen. Dann bauen wir hier oben dann noch eins. Und dann klappt das hier. Das müssen wir mal priorisieren, damit sie das schnell bauen. Schleuse wieder schließen. Ach, ich würde die jetzt erstmal offen lassen, ehrlicherweise. Achso, ja, nee, doch, stimmt. Es ist ja Wasser, stimmt. Es ist ja alles gut. Es ist ja Dürre, ist ja nicht mehr, genau. Alles richtig, alles gut. Habe ich gar nicht gerallt jetzt, dass es schon wieder so weit ist. Oder kommen sie da einfach nicht hin, weil da der Weg nicht ausreicht? Nee, da hätte ich ja hier eine Meldung. Da würde sie mir ja das sagen, dass sie da nicht hinkommen. Wegen Abstand und so. Ah, Wasser ist da. Ja, nice. Oh, und sie haben hier schon fast das Holz abtransportiert. Das ist ja sehr gut. Dann kann ich das ja gleich wegmachen da. Prio auf den Sprengstoff. Ich hätte gedacht, dass das schon von sich aus eine recht hohe Prio hat. Aber okay, kann ich ja mal machen, ne? Blöd nur, dass ich das jetzt alles einzeln anklicken muss. Beim Sprengstoff. Du kannst noch 5 einstellen. Was? Wo? Wo kann ich noch 5 einstellen? Wo kann ich das machen? Warum machen sie denn hier eigentlich nichts? Das verstehe ich gar nicht. Die machen da überhaupt nichts an der Stelle. Ich glaube, ich muss da mal die Priorität hochmachen. Irgendwas stimmt da nicht. Oder haben wir nicht genug Planken? Nee, wir haben eigentlich genug von allem. Müssten sie eigentlich machen. Naja, müssen wir mal Geduld haben. Oder ist das außerhalb... Nee, da hätte ich schon eine... Da hätten sie mir schon Bescheid gesagt. Nee, genau, guck mal, das ist immer noch im Distriktbereich. Sehr seltsam. Die bauen das nacheinander, so wie du es gesetzt hast. Okay, warum bauen sie hier nichts? Sie kommen doch ran. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich irgendwie nicht. Ach, jetzt. Jetzt hat sich mal einer bekniet. Unglaublich. Das hat ja gedauert. Ah, das unterirdische Lager ist fertig. Guckt mal. Ah, das ist ja cool. Das ist quasi wie so ein Fahrstuhl dann, der das dann da, wo dann da runtergefahren wird, ne? Das ist ja nice. 4000 Einheiten werden da jetzt eingelagert von allen Sachen. Das ist natürlich der Hammer jetzt, ne? Das ist richtig, richtig fettes unterirdisches Lager, meine lieben Freunde. Der Wahnsinn. Nice. Tolle Sache. Oh, der Sprengstoff ist fertig. Ich spreng gleich mal direkt. Freudenfeuerwerk. Nice. So, dann hier jetzt. Das neue Holzlager. Und das hier wird abgerissen. Zack. Und jetzt machen wir hier noch eine Sprengung. Tralalala. Da machen wir jetzt hier. Da sprengen wir jetzt das alles weg. So, das priorisiere ich jetzt auch mal. Achso, das machen sie eh nach Reihenfolge. Lass mal die das mal nach Reihenfolge machen, glaube ich. Oh, der Weizen, er ist gewachsen. Nice, nur Erfolge hier, meine lieben Freunde, nur Erfolge hier. Seht euch diese wunderschönen goldenen Ähren an. Das sind die echten Ährenmänner hier, Ährenbiber. Ährenbiber bauen Ähren an. Nice. Und dann kann doch die Mühle jetzt auch gleich was machen. Ja gut, okay, die kann gerade noch nichts machen, weil die kann gerade noch nicht arbeiten. Hier, mach mal da Prio hoch. Kommen die da auch ran? Ich hoffe, die müssten eigentlich rankommen. Müssten sie eigentlich schaffen. Das haben sie ja auch gebaut, da müssten sie das auch können. Genau, schön die Welle bauen, schön die Antriebswelle bauen. Die hier brauchen wir auch noch. Dass die immer diese paar Wellen dann nicht bauen, das finde ich immer interessant. Die lassen dann immer irgendwie was weg am Ende. Ja, schön machen, schön tun. Genau, schön fertig bauen. Nicht aufhören, nicht aufhören. Schön. Nein! Ah, der Feierabend hat wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Scheiße. Ah, die Räder drehen sich auch schon. Seht ihr? Das ist nämlich ganz wichtig, dass wir das jetzt bauen. Du hast unten in der Leiste einen Button Prioritäten. Aha, und wo?
Monumente, Dekoration, Wissenschaft. Prioritäten, ach da. Ja, stimmt, okay. Dann machen wir das mal, wa? Ich mache erstmal hier die Prior, weil ich weiß nicht, ob der Sprengstoff sonst denen den Weg versperrt, sodass die dann hier nicht mehr hinkommen. Deswegen machen wir das mal so. Nacheinander machen quasi. Hintereinander weg. Ich glaube, die Ernährung ist jetzt komplett auf Grillkartoffeln umgestiegen. So. Wir haben jetzt komplett nur noch Grillkartoffeln am Start. Nicht schlecht. Wir können ja schon mal gucken wegen einer Bäckerei, ne? Wir brauchen ja auch eine... Genau, wir brauchen ja auch eine Bäckerei. Guckt mal. Ach, da braucht man auch wieder Getriebe. Na, hervorragend. Aber immerhin braucht jetzt das unterirdische Lager schon keine Getriebe mehr. Immerhin haben wir das jetzt wenigstens abgehakt. Die braucht auch keine mechanische Energie. Warte mal, dann schieben wir die nämlich mal so ein bisschen mehr so hier hin, würde ich sagen. Hier machen wir die mal jetzt in die Bäckerei. In diese Nische machen wir die mal rein. Denn die braucht weder fruchtbaren Boden, noch braucht die mechanische Energie. Braucht sie doch nicht, oder? Nee, steht nichts dabei. Genau. Weil ich glaube, Brot ist schon eine ganz geile Sache. So, dann machen wir hier mal die Prio noch hoch. Na, jetzt können wir, glaube ich... Ja, jetzt können wir das so machen. Hier können wir auch noch die Prio hoch machen, so. Du hast Obdachlose. Oh, einen, ja, stimmt. Soll ich mal noch ein Haus bauen? Warte, Wohnhaus, ein großes. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen gucken, dass wir jetzt hier uns nicht den fruchtbaren Bereich so krass zubauen, würde ich sagen. Warte mal. Mach doch lieber hier noch eins hin. Da können wir ja hier so eine Stütze drunter bauen. Nee, Quatsch. Falsche Stelle, warte. Sei mich verguckt. Hier muss ich es noch hinbauen. Da. Und dann da, genau. Guck mal, nice. Und dann da eine Straße hin. Den vorhandenen Platz effektiv nutzen, kann ich dann noch sagen. Nice. Mach mal hier Prio gleich hoch. Sauber, sauber. Wie sieht's aus? Oh, hier wird schon Getriebe verbraucht. Nee, warte mal. Mach mal bei der Bäckerei die Priorität hoch, damit wir dann da das Mehl auch schön... Oh, die Mühle funktioniert. Wir kriegen Mehl, meine lieben Freunde. Wir kriegen Mehl. Es funktioniert. Weizenmehl, Weizenmehl. Nice. Sauber. So, hier warte jetzt noch Priorität von dem Sprengstoff noch hoch. Und dann lassen wir die mal den Sprengstoff da hinstellen, entzünden wir. Ist die Bäckerei jetzt ein Nischenmarkt? Ja. Ins Wasser soll ich die Häuser bauen? Na, ich weiß nicht, ey. Ich will mir so da nicht die Strömung immer so versauen dann. Indem ich die Häuser anzweige. Ich stelle die lieber nach oben, da wo wenig fruchtbarer Bereich ist. Weil am Wasser sind halt die fruchtbaren Bereiche. Da macht das aus meiner Sicht irgendwie nicht so viel Sinn, da so viel zu bauen irgendwie, finde ich. Ich würde das lieber woanders machen tatsächlich. Soll ich mal probieren, hier schon die Schleuse ein bisschen hochzunehmen? Dass wir vielleicht das Wasser hier noch ein kleines bisschen höher stauen? Das wird uns bei der nächsten... Dürre wird uns das Dienste leisten, glaube ich. Gerade wurde ich noch darauf aufmerksam gemacht, dass wir ja auch 4000 Forschungspunkte übrig haben jetzt mittlerweile. Und dass ich die doch jetzt endlich mal ausgeben soll, meine lieben Freunde. Und wir können uns jetzt eigentlich mal richtig was Teures auch leisten. Weil guckt mal, ich meine, wir können uns zum Beispiel auch mal die Flamme des Fortschritts leisten. Oder das Monument der Arbeiter. Guck mal, die beiden können wir uns direkt leisten. Ich meine, gut, das kostet natürlich auch ein bisschen was. 400 Planken sind eine ganz schöne Ansage. Aber das haben wir eigentlich alles auch. Guckt mal. Das erfüllt, glaube ich, auch nochmal den ihr Wohlbefinden nochmal ein bisschen. Was er mir aber auch gesagt hat, was ich auch mal machen soll, ist, ich soll mal hier sowas freischalten wie die Metallplattform oder die Dreifachplattform hier, damit ich solche Sachen wie hier nicht immer aus Einzelplattformen zusammenbauen muss, sondern dass ich das quasi direkt in der richtigen Höhe bauen kann dann. Das ist auch richtig. Da habt ihr natürlich völlig recht. Ja, wie teuer ist denn sowas hier? 150, 200, 500. Oh, okay, ist ganz schön teuer. Dann investieren wir jetzt mal die Forschungspunkte hier rein, bevor wir da in irgendwelche Statuen investieren, glaube ich. So, guck mal, jetzt haben wir noch 3000 übrig. Und für die 3000 kaufe ich jetzt mal das erste Monument. Oder nee, das zweite Monument.
Das mit den. Oder nee, das erste. Wir nehmen ja das erste, dann haben wir noch 2000. Boah, ist das riesig, krass. Boah. Ich werd ja ein bisschen wahnsinnig. Wo wollen wir denn das aufbauen? Das müssen wir ja eigentlich so ein bisschen in ein Zentrum machen. Hier so, wa? Da, wo viel Durchgangsverkehr ist eigentlich. Da, wo viele Biber rumlaufen. Da, wo viele Biber häufig durchlaufen. Ich baue das jetzt dahin. Nein. Da brauchen sie ja nur Blöcke dafür. Dann haben wir nämlich schon den Ehrfurchtsbalken auch mal voll gemacht. Ist doch auch schön. Ist doch nice. Oh, der Sprengstoff ist verteilt. Oh, zünden, zünden. Wow, nice. Und gleich ein Feld bauen, gleich ein Feld bauen. Hier Weizen. Aber da halt erstmal den Bienenstock in die Mitte. So. Genau, das eine Feld können wir dann halt nicht nutzen, ist aber egal. Weizen. Nice. Wunderprächtig. Dann kriegt nämlich unsere Mühle noch ein bisschen Versorgung. Und wie sieht's mit der Bäckerei aus? Die Bäckerei, da fehlen jetzt die Getriebe. Das ist aber egal. Das Mehl wird ja trotzdem eingelagert auch. Also wir produzieren ja die ganze Zeit jetzt Mehl, wenn halt Weizen am Start ist, der dann entsprechend da auch reingebracht wird. Ist das denn der Fall? Nein, ist gerade nicht der Fall. Vielleicht brauchen wir jetzt einfach auch wieder ein paar mehr Schlepper tatsächlich. Weil guck mal, jetzt ist wieder Weizen angekommen. Ich glaube, wir brauchen wieder mehr Schlepper. Wir haben einen Obdachlosen. Warte mal, da müssen wir mal gucken, ist das Haus hier schon fertig? Nee, das ist noch nicht fertig, aber das wird jetzt gleich gebaut, hoffe ich. Machen wir mal Prio hoch. Dann haben wir keine Obdachlosen mehr, haben noch ein paar Arbeitskräfte. Wie viele Arbeiter haben wir denn? Mach mal hier diese Meldungen weg. Ich sehe das immer nicht durch die Meldungen. Warte mal, wir können auch hier zuklappen, glaube ich. 11 Arbeitslose. Ja, holla die Waldfee. Da können wir uns aber locker noch mal Leute einstellen hier. Warte, 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 warte. Da holen wir uns noch mal einen Schlepperposten hier rein, würde ich sagen. Wir müssen ja auch die Bäckerei dann immer regelmäßig versorgen mit Zeug. Von daher ist so ein Schlepperposten sicherlich nicht die schlechteste Idee. Warum kann ich in den da nicht? Ach so, weil da die Bäume im Weg sind. Kann ich den hier hinbauen? Ja. Ja, vielleicht eher so ein bisschen nach oben. Vielleicht eher so hier hin. Kann da eigentlich noch ein Pfad gebaut werden neben dem Tempel zufällig? Mal ganz kurz gucken. Ja, da geht noch einer. Okay, warte, dann machen wir nämlich hier mal einen Pfad noch hin. Genau, und dann machen wir nämlich mal hier einen Aufgang mit Treppe. So, genau. Und dahin auch noch. Und dann können wir nämlich hier auch noch Sachen bauen. Würde ich sagen. Warte mal, hier machen wir mal jetzt noch eine Treppe nach unten. So, und dann sprengen wir mal da noch hier diese Blöcke weg. So, dann können wir nämlich hier die Straße schön lang. Vielleicht hier auch noch die Blöcke wegsprengen. So, dass wir dann das erst wegsprengen. Und dann hier noch das Ganze. Dann haben wir hier diese ganze Fläche noch frei. Da können wir da den Weg noch rummachen, ne? Ist, glaube ich, gut. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Platz einfach. Wenn wir das hier einfach mal so ein bisschen ebnen. Ich meine, den Berg, den braucht man ja auf dieser vollen Höhe gar nicht. Der nimmt ja eigentlich nur Platz weg. Da müsste man ja ständig Treppen und alles Mögliche bauen. Das ist ja total umständlich. Deswegen. Wenn wir den so nach und nach einfach wegsprengen, glaube ich. Wir sprengen einfach die gesamte Bergspitze weg. Wie damals bei Mount St. Helens. Da hat das auch super funktioniert. Genau. Sieht ja hier eh schon so ein bisschen aus wie um Mount St. Helens drumherum mit diesen ganzen Baumstümpfen, die da noch rumstehen. Insofern, Biber sind schlimmer als Vulkane. Die machen alles platt. Die nagen sich überall durch, meine lieben Freunde. Diese Nager. Diese kleinen Nager. Kannst du auch Erde wieder aufschütten, um zum Beispiel Felder auf höheren Ebenen zu bestellen? Also aktuell glaube ich noch nicht. Ich wüsste nicht wie. Also ich kann die Dämme, Deiche bauen. Ich kann keine Erde irgendwo hinschaffen. Das geht nicht. Biber sind ja auch keine Erdbeweger. Biber sind ja nur Sprengmeister. Biber können gut sprengen, aber die können das Material nicht wieder woanders hinschaffen. Das können die nicht. Kriegen die nicht hin. Leider, leider geht das nicht. So, wir sehen, wir haben einen Weizenmangel so ein bisschen gerade. Ich würde auch mal sagen, wir machen hier mal auch noch eine Sprengung. Warte.
Ich finde es ja sowieso total krass, dass die Sprengung so präzise ist. Warte mal. Dass man quasi so ein Feld exakt damit wegsprengt mit so einem Block, ja? Und dass das Haus daneben überhaupt nicht tangiert ist. Das finde ich ja schon faszinierend, dass der Sprengstoff so, das ist so Präzisionssprengstoff. Nice. Das muss man erstmal hinkriegen, ich sag's euch. So, hier fehlen jetzt natürlich beim Karussellgetriebe. Ich bin mal gespannt, wenn wir dann das Karussell gebaut haben. Ich bin mal echt gespannt, wie das dann aussieht, wie die dann da drin sitzen und sich karussellieren lassen. Wie sieht's eigentlich mit dem Stausee aus? Oh, guck mal, hier, das staut sich schon. Ganz gut. Ich möchte mal was probieren. Ich möchte hier mal die Höhe erhöhen auf 1. Ich bin mal gespannt. Jetzt kommt da natürlich kein Wasser mehr durch, glaube ich. Ja, genau, jetzt steht das still, okay? Die Frage ist, wenn ich das so mache, kann sich das Wasser dann weiter aufstauen oder staut sich das einfach grundsätzlich nicht weiter auf? Weil jetzt müsste es ja eigentlich hier wieder zurückgestaut werden weiter oder läuft es jetzt hier durch? Na, guck mal, es läuft dann hier. Da muss ich hier, glaube ich, auch noch ein bisschen höher dann einstellen. Kann das sein? Da muss ich das so machen. Ich will das schon mal ausprobieren jetzt. Wir testen das jetzt einfach mal. Jetzt haben wir natürlich keine mechanische Energie hier bei unserer Mühle, ne? Deswegen mache ich das jetzt mal lieber schon. Weil eigentlich müsste es doch jetzt hier weiter ansteigen und dann da drüber schwappen eigentlich. Wenn mich nicht alles täuscht. Wenn es dann bis hierhin angestiegen ist. Oder schwappt es dann hier drüber? Vielleicht sollten wir hier erstmal den Damm noch ein bisschen größer machen, bevor wir solche Experimente machen. Vielleicht hier schon mal die Treppe löschen und dann hier den Deich noch ein bisschen höher ziehen. Könnte keine so schlechte Idee sein, würde ich sagen. Warte mal, dann machen wir das hier nämlich auch mal so. Dass wir hier mal sagen, mach mal da den Pfad weg. Und da mal auch. Und dann mach da mal eine Treppe hin. So, dann mach da den Deich hin und dann da die Straße wieder da oben dran. Gucken, ob sie dann da unten rankommen wieder. Ja, dann können wir nämlich hier den Weg so lang bauen. Ne? Und dann haben wir hier zwei Aufgänge und hier einen Abgang. Ich glaube, das ist ganz cool, so unterm Strich. Schauen wir mal. Das müssten sie eigentlich jetzt machen. Hier haben sie jetzt die Lücke auch gefüllt. Sehr gut. Weil jetzt das hier fertig ist mit der Brücke. Sehr nice, sehr nice. Ah, es kommt alles zusammen, meine lieben Freunde. Es kommt alles wunderbar zusammen. Erst wenn du vorne höher baust und da auch. Du kannst deinen Damm, glaube ich, auch weiterbauen. Ja, stimmt. Ist das hier jetzt so eine gute Sache, was ich hier gerade mache? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ehrlich. Aber oh, guck mal, jetzt kommt hier gar kein Wasser mehr an. Jetzt haben wir es komplett abgeschattet hier alles. Das ist, glaube ich, für die Pflanzen gar nicht mal so gut, oder? Warte mal, wie weit ist es denn jetzt schon gestaut? Oh, guck mal, jetzt ist es schon bis zu der Kante hier gestaut. Krass, warte mal, wie weit ist es hier jetzt? Schwappt es hier schon über die Ufer? Ne, hier schwappt es noch nicht drüber, hier geht's noch. Es ist jetzt bis Oberkante, Unterlippe ist es jetzt angeschwollen hier. Guckt euch das mal an. Und es steigt noch weiter, guckt mal, es steigt noch weiter tatsächlich. Das ist jetzt natürlich interessant, was jetzt passiert, ne? Ah, jetzt, guck mal, jetzt ist es hier drüber geschwappt. Das ist ja, der Damm wird überspült. Krass. Nice. Was hier alles passiert, meine lieben Freunde. Was hier alles passiert. Voll viel los hier in diesem Timberborn. Unglaublich. Und jetzt laufen hier die Räder auch gleich wieder. Guckt mal. Jetzt haben wir hier einen Überlauf. Und das hier ist sowieso ein Überlauf. Und an dieser Stelle endet diese Folge Timberborn. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die komplette Playlist oder die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Und aktiviert gerne die Biber-Benachrichtigungen, damit ihr alles auch mitbekommt, was hier auf dem Kanal so abgeht. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.